Olga Voglauer, sie ist Landwirtin aus Kärnten von den Grünen, ist am Wort. Vor uns liegt ein Agrarbudget, das uns erstmals auch Neuigkeiten bietet im Bereich der Biolandwirtschaft. Mit dem jetzigen Budget wird es möglich, jährlich in die Biolandwirtschaft einzusteigen. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Erfolg und etwas Neues. Und wir wollen das beibehalten, denn wir sehen gerade in der biologischen Landwirtschaft den Weg hin zur Erreichung unserer Klimaziele, die wir uns verschrieben haben in Österreich. Es ist November und wenn man sich anschaut, was hat in diesem Jahr die Landwirtschaft oder die politische Landschaft in der Landwirtschaft geprägt und was wird sie auch noch stark prägen, dann sind es meiner Meinung nach drei wichtige Dinge. Einerseits der Green Deal der Europäischen Union oder Kommission, die Farm-to-Fork-Strategie und die Biodiversitätsstrategie. Alle drei werden wesentlich dabei Einfluss nehmen, wohin sich auch Österreichs Landwirtschaft entwickelt wird. Mit der Farm-to-Fork-Strategie haben wir erstmals den Punkt erreicht, wo wir vom Acker hin zum Teller nicht nur die Bäuerinnen und Bauern mitnehmen, sondern auch die Konsumentinnen und Konsumenten und gemeinsam eigentlich vergesellschaftlichen, dass das tägliche Lebensmittel nichts ist, was irgendwo anonym produziert wird, sondern letztendlich auf dem Teller einen Namen bekommt, einen Ort bekommt und auch eine Bäuerin und einen Bauer, der das produziert hat. Bei aller Entwicklung werden wir um die Erreichung der Klimaziele auch in der Landwirtschaft nicht umherkommen. Erreichen wir diese Ziele nicht, wird es diese produzierende Landwirtschaft, wie wir sie oft so benennen, in Österreich in der Form, wie sie jetzt stattfindet, nicht mehr geben. Und es hilft nichts zu glauben, Kopf in den Sand und weiter wie bisher, weil es wird nicht möglich sein. Gerade Bäuerinnen und Bauern erleben es tagtäglich auf ihren Feldern im Sommer, im Winter, im Herbst und im Frühjahr, was es heißt, wenn das Wetter seine Kapriolen spielt. Es muss uns also bewusst werden, dass es eine Landwirtschaft braucht, die unseren Boden schützt, die Fruchtbarkeit erhält, die vor Erosion schützt und letztendlich die sich einer ethischen Tierhaltung verschrieben hat. Es ist die Zukunft in der Landwirtschaft dort zu finden, wo Konsumentinnen und Konsumenten wissen, dass es nicht egal ist, zu welchem Produkt sie im Regal greifen. Und das ist zu wenig zu sagen, das wird der Markt schon selber richten. Da haben wir auch in der Politik noch einige Aufgaben vor uns. Es braucht unserer Meinung nach ein klares Bekenntnis dazu, dass sich die Ernährungsgewohnheiten der Menschen nun einfach auch ändern. Und deshalb muss auch die Landwirtschaft dem folgen können. Dazu braucht es gezielte Förderungen und es braucht letztendlich auch ein Bewusstsein, dass dieser kostbare Boden, der hochwertige Lebensmittel hervorbringt, auch in der Balance sein muss zwischen dem Boden, der hochwertige Futtermittel liefert und die tierische Produktion hinten anstellt. Also die Zukunft liegt dort, wo wir gemeinsam Konsumentinnen und Bäuerinnen auf einen Weg kommen, wo Transparenz im Vordergrund steht und letztendlich immer wieder eine Landwirtschaft, die das Klima schützt und nicht nur klimafit ist. Sagt Olga Voglauer, sie ist Landwirtin aus Kärnten von der Partei der Grünen. Die Biolandwirtschaft habe große Berücksichtigung im Budget 2021 gefunden. Auch in der Landwirtschaft müssten Klimaziele erreicht werden. Veränderte Ernährungsgewohnheiten müssten sich in der Landwirtschaft wiederfinden, betont sie.